was bisher geschah. Der Typ wird noch zu einer potenziellen Gefahrenquelle, richtig? Die mobst ihm das. Und so geht es weiter. Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Jurassic Park The Game. Es geht weiter, Dr. Sorkin hat uns, ja, ich glaube gerade mega Probleme eingeheimst. Na, ganz toll. Plan B. Wir hauen ihr in die Fresse. Ich mag Plan B. Wieso hast du nicht schon vorher Plan B gemacht? Tut mir leid, Jerry. Aber um diese Insel und all ihre wissenschaftlichen Schätze zu schützen, muss ich etwas tun. Es ist noch nicht zu spät. Wir können es rückgängig machen. Nein, das System wurde heruntergefahren. Sie können nichts tun. Die Schleusen sind geöffnet. Der Mosasaurus kann raus. Laura, Sie müssen... Nein, Jerry, das steht nicht zur Debatte. Wir müssen Ihnen zeigen, der wird uns das bestimmt gleich umbringen, Vorsicht! Oder? Wenn du gefressen wirst... Raus aus dem Wasser! Zu spät. Verdammt, was haben Sie sich dabei gedacht? Okay, alle ruhig bleiben. Und vom Fenster fernhalten. Ruhig bleiben? Ganz genau. Was? Wollen Sie einen, hab ich doch gesagt? Weiß ja nicht, wie es mit Ihnen ist, aber ich bin hergekommen, um zu telefonieren. Jetzt geht das Telefon wahrscheinlich nicht, oder? Hier spricht William Yoda, Kennung 4122. Verbinden Sie mich mit Haskell. Ja, Sir. Ja, Sir, die amerikanische Botschaft. Ich berichte, große Verluste auf der Insel. Team Alpha im Kampf getötet, bis auf mich. Team Bravo im Kampf getötet, zwei Helikopter zerstört. Zwei Zivilverluste. Ich habe Zugang zu einem seetüchtigen Boot und evakuiere die letzten Überlebenden. Ja, Sir. Das Militär kann einschreiten. 90 Minuten. Verstanden, Sir. 90 Minuten? Bist du blöd? Was ist hier los? Wen haben Sie angerufen? Das ist weit genug weg. Was? Sie kommen nicht mit. Was? Sie erleiden einen tragischen Unfall, Jerry. Nima, wir haben alles, was wir brauchen. Wir bringen das allein zu Ende. Was? Nein. Was soll Nein bitte heißen? Wir hatten einen Deal schon vergessen. Unser Deal sei nicht vor, Jerry und Jess zu töten. Was ist los? Oh, Mann. Es tut mir leid, Jerry. Na, wenigstens hat sie Anstand. Ich wurde hierher geschickt, um die Dinosaurier-Embryos von Ingen zurückzuholen. Ich verstehe das nicht. Sie sind eine Industriespionin? Ja. Verdammt, Nima. Ich habe Ihnen vertraut. Es ist nicht so, wie es aussieht. Yoda hat die Dose genommen. Er will sie für sich. Ich versuche Ihnen und Jess zu helfen. Was für eine Dose? Eine Dose Rasiersaum. In ihr sollen die Embryos von der Insel gesmuggelt werden. Verdammt, Nima. Sie versauen es. Nein, Sie tun es. Oscar hat Ihnen vertraut. Vielleicht war er ein Teufel, aber jeder konnte seine Sünden auf seinem Arm sehen. Sie sind nichts weiter als eine Maske. Nein, das können Sie nicht tun! Sind wir Ihnen so egal? Und was ist mit Oscar und Dieke? Das reicht. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich gebe Ihnen einen kleinen Vorsprung. Billy, warten Sie! Sobald ich den Bügel loslasse, gibt's kein Zurück mehr. Tun Sie das nicht! Da gab's schon.
Hoffentlich wirst du auch gefressen. Oh, die hat den Rasierschaum geklaut, was? Mann, verdammt! Oh, oh. Komm, steh auf! Das kann ja wieder heiter werden. Ja, vielen Dank. Ist jemand verletzt? Sind wir alle in Ordnung? Sie meinen abgesehen davon, dass dieser Desgraciado uns hier eingesperrt hat? Wir sind so gut wie tot. Sagen Sie das nicht. Jemand muss nach uns suchen. Wer, Jerry? Yoda hat uns hier zurückgelassen. Er wird mit dem Boot wegfahren und niemandem von uns erzählen. Vielleicht lässt er das Boot da. Er hat den Behälter. Er weiß, wo das Boot ist. Hat er nicht. Den Behälter hat er nicht. Was? Tut mir leid, ich wollte ja nicht mehr stehlen, aber... Okay, diesmal verzeih ich dir noch. Jerry, Sensi! Na toll, einfach toll. Warum überflutet es? Durch den Schaden an der Tür verlieren wir Luftdruck. Der ganze Raum wird sich bis ins Letzte mit Wasser füllen. Verdammt, selbst wenn wir die Tür gegen den Druck öffnen könnten. Die Rotunde ist überflutet. Es gibt keinen Ausweg. Warten Sie, ich erinnere mich. Vielleicht kommen wir raus, wenn wir schwimmen. Schwimmen? Schwimmen? Wir schaffen keine 5 Meter, wenn der Mosasaurier hier rumschwimmt. Vielleicht. Das Rohr dort führt aus dieser Lagune raus. Am anderen Ende sind Höhlen, die mit weiteren Höhlen verbunden sind, die zum Strand führen. Wir benutzen das Rohr als Deckung. Und Sie glauben, wir können die Luft so lange anhalten? Dad, sieh nur. Da unten sind Tauchausrüstungen. Wir haben doch gar keine Ahnung vom Tauchen. Ich schon. Was? Wir müssen den Mosasaurier ablenken. Überlegen Sie sich was, dann treffen wir uns unten. Tauchen? Bitte, was ist daran so schwer zu verstehen? Ich habe absolut keine Ahnung vom Tauchen. Dad, lass das Mischventil in Ruhe. Die sind alle voreingestellt. Seit wann weißt du so viel übers Tauchen? Weißt du noch, dass du mir Tauchstunden verboten hast? Hat deine Mutter das Verbot etwa aufgehoben? Naja, Steve hat mir heimlich Stunden bezahlt. Namens neuer Freund? Ja, aber wenn's dich tröstet, ich hatte Hausarrest und er schlief eine Woche auf der Couch. Ich bin sofort wieder da. Fütterungsprogramm. Brutstätte B. Becken 4 steht offenbar heute für die Fütterung auf dem Plan. Das wird ihn erstmal beschäftigen. Das ändert aber noch nichts an der Tatsache, dass ich keine Ahnung habe, wie wir hier rauskommen. Ich glaube auch nicht, dass der so mega... Oh Gott, sieht ja der Kacke aus. Wobei niemals den okay, geht Schatz, noch. Was sollen wir tun? Dad, ich hab's mir anders überlegt. So ein Atemgerät habe ich noch nie benutzt. Ich kann das nicht. Hey, du schaffst Nein, das schon. Nein, was, wenn irgendwas schief geht? Ich will das nicht. Ich will nicht, dass sich noch jemand verletzt. Schau mich an, Liebes. Du hattest völlig recht. Ich vertraue dir viel zu wenig und gebe dir keine Chance mehr, was Positives zu beweisen. Doch hier und jetzt hast du mehr als genug getan, um dir dieses Vertrauen zu verdienen. Und dann werden wir ich gefressen. Weiß, du bist zu großem fähig. Das Vertrauen wird im Maul des oder im Magen des Fisches ich weitergeteilt. Weiß, Ui! Ich will nur, dass du bleibst. Ich ertrag's nicht mehr, dass du dauernd weggehst. Ich weiß, Schatz. Aber jetzt bin ich hier und lass dich nicht allein. Ich bin die ganze Zeit über bei dir. Was ist das Taucherzeichen für okay? Dasselbe wie überall anders auch. Na gut, ich verspreche dir das Zeichen immer zu machen, wenn du zu mir schaust, okay? Ich hab Angst. Ich auch. Aber mit deiner Hilfe schaffen wir das schon.
Okay, Jess, bist du bereit? Ja, legen wir los. Also, wie funktionieren diese Dinger? Also, das sind Atemgeräte mit geschlossenem Kreislauf. Sie sehen maßangefertigt aus. Das ist der Atemregler. Der ist in die Maske eingebaut und hilft dir beim Atmen. Kämpf nicht dagegen an und halt nie die Luft an. Nie die Luft anhalten, okay. Das die Flasche lustig. Ist klein, etwa 15 Minuten Luft. Reicht das auch? Aber die Luft, die du ausatmest, wird aufbereitet. So hält es circa 45 Minuten. Bleib ruhig, sonst verbrauchst du mehr Luft und beschädigst vielleicht sogar die CO2-Filter. Klingt nicht gut. Kohlendioxidvergiftungen sind übel. Das ist alles. Der Anzug funktioniert quasi automatisch. Er gibt dir Auftrieb und kontrolliert den Sauerstoff. Oh, und versuch unauffällig zu schwimmen. Unauffällig schwimmen? Keine Verrenkungen. Sowas lockt Haie an. Und Mosasaurier? Die wahrscheinlich auch. Dreh dich um. Oh nein. Gib dem bitte keine Knarre oder so. Sieht interessant aus, Nima. Vor allen Dingen, wir sind überhaupt nicht bunt jetzt, ne? Mit diesen Kasperl-Anzügen. Gut, ich weiß, dass das wichtig ist, dass man normalerweise so auffällig aussieht. Aber, gegen einen prähistorischen Fischsaurier ist das, glaube ich, eine blöde Idee. Ich werde gefressen. Was war das? Das gefällt mir nicht, dieser Sound. Oh, nee, oder? Wieso musst du auch durch so eine Scheißritze durchschwimmen, ist die blöd? Oh shit. Das war mir klar. Friss doch das Ding, samt dem Käfig. Oh, Scheiße. Ihr könnt euch ja der Abzeichen mal wohin stecken, Idioten. Nein, 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 geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, du Arschvieh. Wenn du jetzt eingeklemmt bist, haben wir ein Problem. Oder auch so schon. Die schmeckt nicht, die Göre. Ja, guck die nicht immer um. Ach, verflucht, ey. Oh oh.
Hä? Ach, das war Absicht. Ich dachte jetzt schon, ich bin hängen geblieben. Ob wir das überleben oder nicht, sehen wir dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Ciao, ciao.